Seht ihr das? Der Satori-Berg erleuchtet. Ich stand da hinten am Akala-Turm und es war 22 Uhr nachts. Und eigentlich fängt er immer um 22 Uhr nachts, wenn er das Leuchten anfängt, das Leuchten an. Aber er tat es nicht und dann habe ich mich zum Turm des Plateaus teleportiert, relativ kurz danach. Und da ist er nun, erleuchtet. Das heißt, wir können dort jetzt etwas ganz Besonderes erleben, aber vorbereitet wie ich bin, will ich davor nochmal ein paar Ausdauertränke machen, wobei es regnet. Es geht hier nicht. Moment. So, eine Ausdauerschrecke und einmal ein verrohter Hornsplitter. Hoffentlich reicht das. Dubiose Matsche. Ups. Ein Ausdauerling und ein verrohter Hornsplitter. Non. Einfach nur ein paar Ausdauerlinge. Scheint besser zu funktionieren. So, und nun. Ja, ich habe ihn ein wenig heavy markiert. Nein. Änderung. Mensch, was ist denn? So, Änderungen löschen. Markierung löschen, meine ich. Ich habe ihn ein wenig heavy markiert. Auf zum Moratania-Schrein. Ja, meine Freunde und Freundinnen. Es ist die 222. Folge. Und wir wollen heute den Herrn der Wildnis. Wieso ist es denn hier so kalt? Dem Herrn der Wildnis seinen Respekt zollen. Er müsste sich irgendwo dort drüben befinden. Vielleicht fällt euch schon etwas auf, weil wir hier durch die Gegend laufen. Nein, nicht der Sternsplitter da rechts. Ich meine, dass hier keine Monster spawnen. Und wieso regnet es eigentlich in ganz Hyrule? Ist das Absicht? Und diese Musik ist ganz besonders. Man hat sie noch nie gehört im Spiel. Ich persönlich habe dieses Phänomen hier schon einmal untersucht. Mehr oder weniger durch Zufall. Aber ich wusste schon dort, was mich erwartet. Da ist er. Der Herr der Wildnis. Lass mal fotografieren. Der ganze Berg ist in ein blaues Licht gehüllt. Ist er gut drauf? Ja. Herr der Wildnis. Was sagt das Handbuch dazu? Dieses Geschöpf wacht über den Wald der Tiere, auch Satori oder der Weise genannt. Soll es sich bei diesem heiligen Tier um die Reinkarnation eines weisen Mannes handeln, der in dieser Region verstarb. Es ist stets wachsam, daher bekommt man es nur selten zu Gesicht. Verbreitungsraum unbekannt, verfügbare Materialien auch unbekannt. Ja, mit diesem Tier, und man kann es tatsächlich zähmen, aber man braucht viel Ausdauer dafür, mehr als zwei Ringe. Gedenkt Nintendo dem verstorbenen CEO der Firma, Satoru Iwata. So, ich hoffe, ich habe genügend Ausdauer. Aufsteigen. Hätscheln. Ah, ich muss ein Auge auf die Ringe da behalten. Nicht wundern, wenn mein Inventar anders aussieht. Ich habe sehr viel offscreen gespielt. So, dich reinhauen und dich. Können wir noch oben drauflegen? Du müsstest auch noch gehen. Ja. Okay. Gut. Weiter S-Bammen. Hey, wir haben ihn gezähmt. Den Herren der Wildnis. Satoru Iwata. Er war der Präsident von Nintendo. Er verstarb 2015 während der Entwicklung dieses Spiels.
Und die Entwickler mussten bei der Entwicklung des Spiels öfter mal an ihn denken und haben sich gedacht, wenn er jetzt nur hier wäre. Und so kamen sie schließlich irgendwann auf diese Idee. Ich habe ja, als wir am Satori-Berg waren, auch immer gesagt, dass diese Gegend ja so reich, so fruchtbar ist und hier wächst jede mögliche Art von Gewächs irgendwie, als wenn jemand darüber wachen würde. Ja, das war er. Warum die verbrannten Bäume hier stehen, weiß ich nicht so genau. Aber man sieht hier auch Krähen immer rumfliegen, schwarze Krähen. Und der Regen vorhin, ich bin mir nicht sicher, ob die Anspielung, ob das jetzt Zufall ist oder ob es tatsächlich in ganz Jigula regnet, während er anwesend ist. Ich bilde mir ein, wir haben den Berg auch schon mal gesehen, da hat es nicht geregnet. Also einen leuchtenden Berg. Aber an Satori Iwatas Tag der Bestattung hat es geregnet. Und trotzdem kamen Hunderte zu seiner Bestattung. Ich glaube, es waren Hunderte. Er hat fünf von den Zahnrädern. Ja, man kann ihn durch die Gegend reiten. Er hat auch unendlich Ausdauer, soweit ich weiß. Hey, da ist noch so ein Vieh. Und ja, keine Gegner, nirgends. Er wacht über diesen Berg. Ich habe mir überlegt, wenn er der Herr der Wildnis ist und das Spiel heißt hier übersetzt Atem der Wildnis, ist das Spiel, kommt das quasi aus seinem Mund? Also, ist es seine Schöpfung, sein Schaffen gewesen? Ist die Parallele gewollt? Ich meine, Herr der Wildnis ist innerhalb dieses Spiels schon ein großer Titel, insbesondere die Rüstung, die wir mit Link hier freischalten können im Spiel, ich spoiler gerade ein bisschen, heißt Rüstung der Wildnis. Also, ich meine bloß. Satoru Iwata hat angefangen bei Nintendo, da war Nintendo noch viel kleiner, vorm NES sogar. Er hat seine Leidenschaft am C64 und davor am Taschenrechner fürs Programmieren entdeckt. Und er hat bei einigen Spielen ausgeholfen. Er hat einigen Leuten den Arsch gerettet. Er hat Nintendo zu Ruhm geführt mit dem DS und der Wii. Seine Philosophie war stets, dass Spiele einfach nur Spaß machen sollen. Und da stimme ich zu. Wenn du mit einem Spiel nicht Spaß hast, dann verschwendest du eigentlich nur deine Zeit. Das ist meine Meinung. Dann. Es gibt übrigens keine Quest zu diesem Getier. Es ist ein reines Easter Egg und da hat es gerade nicht geregnet. Hey, und der Berg leuchtet immer noch. Was wollte ich noch sagen? Ah ja, genau. Bei der GameCube-Ära, er hat viel mit Shigeru Miyamoto zusammengearbeitet. Die beiden waren auch gut befreundet. Und wie gesagt, er hat Nintendo zu Ruhm geführt. Die Nintendo Switch oder Codename NX war seine Idee. Gut, mit der Wii U hat er einen Fehler gemacht. Ja. Aber ansonsten hat er echt viel Gutes gemacht. Auf der Switch ist ja auch ein Spiel von ihm. Oder wo er maßgeblich dran mitgeholfen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob es ganz von ihm ist. Nämlich NES Golf. Kann man spielen? Ich weiß nicht, ob man es wirklich aktivieren kann. Es gibt Gerüchte, ich habe es nie ausprobiert. Vielleicht werde ich das im Rahmen der Bearbeitung dieser Folge mal ausprobieren. Und ja, dieses Spiel ist auf der Switch als eine Art Glücksbringer. Und wenn ich sehe, wie viel Erfolg die Switch hat und auch dieses Spiel und wie viel Erfolg die Switch mit diesem Spiel hier hat, dieser Glücksbringer hat funktioniert. Er hat sowas von funktioniert. Was ich hier gerade tue, ist, man kann ein paar lustige Unterhaltungen haben, wenn man den bei einem Stall abgibt. Kann der eigentlich sterben? Das wäre irgendwie ganz schön bitter. Ich frage mich das nur gerade. Stall der Ebene. Du scheinst ein Wildpferd gefangen zu haben. Möchtest du es registrieren? Registrieren.
Bei uns ist dein Pferd. Moment. Was? Ist das etwa der sagenumwobene Herr? Der sagenumwobene Herr der Wildnis? Bei der Göttin, warum hast du ihn hergebracht? Ein Fluch wird uns treffen. Ja, das ist sanftmütig. Ich habe ein bisschen Angst, von ihm abzusteigen, weil ich nicht weiß, was dann passiert. LOL! Ist das gewollt, dass der aussieht wie Iwata? Also, okay, vielleicht bilde ich mir Dinge ein, aber... Moment, ich muss was googeln. Also, ich bin nicht der Einzige, der das sich denkt. Ich bin nicht ganz paranoid. Also, Leute vermuten, dass das hier wirklich Iwata ist. Das ist ja krass. Und im Englischen scheint er auch irgendwie eine Anspielung auf ein Zitat aus dem ersten Zelda zu machen oder so. Und normalerweise würde er auch den Herr der Wildnis erwähnen. Irgendwie tut er das aber gerade nicht. Ich kaufe was. Ja, komm. Pfeile können wir gebrauchen. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, dass mir ein Zitat von... Also, es gibt ein Zitat von Satoru Iwata, was mir besonders im Kopf ist, wenn ich... Ach, eigentlich können wir alle Pfeile kaufen. Was mir besonders im Kopf ist, wenn ich an den denke. Und zwar hat er gesagt, auf meiner Visitenkarte bin ich Chef der Firma. In meinem Geiste bin ich Entwickler. Aber in meinem Herzen bin ich ein Spieler. Ja, Satoru Iwata war einer von uns. Gut. Bist du auch ganz sicher, dass du alles hast? Ja. Gut, bis bald. Und da rennt er rein. Vielleicht werde ich mit ihm noch mal wann anders sprechen. Ich glaube, vorerst entlassen wir... Huch. Der Hund folgt uns? Das ist ja cool. Huh. Er wird von allen Tieren geliebt. Offenbar. Ist auf jeden Fall ein wunderschönes Andenken, ein wunderschönes Denkmal, ein virtuelles, welches sie ihm hier gesetzt haben. Und ich weiß gar nicht, wo bringe ich ihn denn jetzt hin? Dahin, wo er herkommt, vielleicht am besten, oder? Oh, mir fällt gerade auf, ja, er hat wirklich unendlich Ausdauer. Ich kann hier einfach A spammen. Interessant. Ich frage mich ja, ob das Leuchten für immer dauern würde. Wenn man ihn jetzt immer behalten würde. Tatsächlich leuchtet es immer noch. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das einfach immer so bleiben wird, wenn man, solange man mit ihm unterwegs ist. Ja, ich würde sagen, wir stellen dich wieder hier ab, denn hier kommst du her. Nein, absteigen, Link. Er hat auch immer die Nintendo Directs moderiert, das... Nun ja, wird er wohl nie wieder tun. Machen wir nochmal ein schöneres Bild von ihm, wenn das geht. Nein. Es geht nicht. Der Zauber ist vorbei. Und sein Leben auch. Ja. Das war Satoru am Satori-Berg in Zelda. Ich hoffe, euch hat diese 222. Folge gefallen. Ich dachte mir, bei der Zahl mache ich mal was Besonderes. Bei 111 habe ich das ein bisschen verpeilt. Aber 111 klingt auch nicht so schön wie 222. Und in diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir die Maske der Krux sammeln oder zumindest anfangen zu sammeln, denn ich habe keine Ahnung, wie lange diese Quest geht. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, Leute. Haut rein. Euer Anonymimus. Oh, es kann sein, dass die Folge jetzt Überlänge ist. Aber wenn es einer verdient hat, dann eher.